Also ich weiß es, was ich meine. DJ Ötzi. Ja, aber der ist überall ist der dabei, das ist ein Wahnsinn. Einmal habe ich ein Programm gelesen, haben sie es vergessen gehabt. Habe ich bei der OF angerufen, was ist, haben sie es vergessen. Hab gesagt, nein, der moderiert die Sendung. So, ja. Der liegt am Anfang schon an, noch in 100.000 Jahren. Ich hoffe, man erinnert sich da nicht mehr an DJ Ötzi. Ich rede vielleicht ist ein bisschen blöd, der hat natürlich mehr Böde und wie und so weiter und alles, das ist sehr bekannt, aber es muss euch ja nicht alles gefallen. Nicht? Also, ich würde sagen, ich riskiere es nochmal, aber schauen wir mal, was da noch drin ist. XXX los, zum XXX los! Das sind meine Hürden der Kindheit, die Familie Pitz. Also, ich weiß nicht, da wäre ich aggressiv, das ist ein Werbung. Das sind ein Wahnsinn. Also das ist alles zu Recht da drinnen. Ja. Das sind wirklich zu Recht drinnen. Also die sind, ich weiß nicht, gehen euch echt nicht auf Nerven. Schau, einmal hebe ich noch. Ja, eh lieb, aber... auch zu Recht da drinnen. Ne? Also war noch keine Überraschung für mich, alles eigentlich, was eigentlich richtig drin ist. Aber war ein Riesenhit, aber übrigens, gell? Das ist schön, ganz schnappig. Und damit kommen wir auch schon zur Tierliebe. Wenn die Kinder heimkommen und sagen, du Mama und Papa, ich hätte gerne ein Haustier. Dann muss man die Ohren spitzen, ne? Das Elternteil, weil dann wird es gefährlich. Weil ihr wisst, die meisten von euch ja erst der Praxis, ne? Die Kinder, also ja, zwei, drei Tage, ne? Dann muss man auch mit dem Hamster ausmisten, da kann schon die Frau rennen. Ne? Oder mit dem Hund, es rennt. Nein, ne? Was ich mitgemacht habe bei meiner Tochter, was die für Viecher angeschleppt hat, ich habe gar nicht gewusst bis zu dem Zeitpunkt, dass sowas alles gibt. Da rede ich jetzt nicht nur von den Hamster, die halten eh noch 1,5 Jahre aus. Ne? Aber wie die umgefallen sind, sind schon wieder am Kaufen gefahren. Ne? Und meine Frau hat das so unterstützt. Da ist meine Frau einmal zu mir gekommen, Christian, wir haben einen Chinchilla. Da habe ich gesagt, ja, gib her, Bärendursch. Der weiß das so aufgestellt im Haus mit solchen. Hat meine Tochter eine Ratte heimgebracht. Die hat im Köller gewohnt, das haben sie mir gar nicht gesagt. Die war aber nicht wie die aus Ratatouille, ja, weil kochen hat die nicht können. Die hat so böse immer rausgeschaut. Wenn wir die auslassen, die frisst uns alle, aber ungekocht, ja. Also eine Ratte. Und die Wasserschildkröten, die waren aber super, die waren in so einem Aquarium drin, ich glaube 100 oder was, da war mit dem Finger so ein... Die waren eh nicht so schlecht, ne? Die haben ja nicht viel Pflege gebraucht. Aber dann habe ich gefragt, für was braucht ein junges Mädchen Stabheuschrecken? Haben Sie sowas? Wirklich, sagt meine Tochter, da Stabheuschrecken drinnen. Nicht? Ich hab dort reingeschaut in mein Glas und ich habe nichts gesehen. Ich habe stundenlang die Stabheuschrecken gesucht. Nicht? Dann habe ich es endlich entdeckt, ist das so drin gestanden. Habe eine halbe Stunde reingeschaut, habe einmal geklatscht, nichts. Am nächsten Mal habe ich reingeschaut, so. Die dann nichts. Naja. Dann ist meine Tochter ausgezogen in eine Wohnung, haben wir gedacht, jetzt haben wir das alles hinter uns. Ne? Und hat sie sich gedacht, in einer neuen Wohnung tut sie sich Hasen. Hat mit zwei Hasen angefangen, weil nach ein paar Monaten waren dort schon 12 drin. Ne? Hat meine Frau gesagt, Christa, wir müssen unsere Tochter unterstützen, nehmen wir 6. Ne? Und ich habe gesagt, nein, wieso schon wieder mehr? Wie, 100.000 Viecher, ich hätte eine Tortur mitgemacht, wieso jetzt die Hosen an? Naja, nein, sei nicht so. Und dann müssen wir auch einen Stall bauen, also so einen Zwinger. Nicht? Der Zwinger ist gut. Wir haben dort ein Gehege gebaut. Wenn die Hosen einmal nicht mehr sind, kann ich dort 3 Löwen, 4 Geparden einstellen. Und die finden sie eine Woche nicht. Und was die Futter kriegen, nicht die Abfälle. Die frischen Äpfel, die Salat haben, das wird alles fein gekauft. Ne? Aber es sind in der Küche so Nektarinen gestanden, haben eine genommen, so bei Frau, nicht die Nektarinen, die fern den Hosen. Aber ich denke, wenn ich frisches Gemüse und Obst essen muss, muss ich nicht zu den Hosen ins Finger setzen. Ne?